Hallo liebe Freunde des Kochens. Heute bereite ich Burrito nach Art meiner Frau ohne Hackfleisch. Dazu benötigen wir folgende Zutaten: einmal Rindfleisch, Paprika, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Mais, Bohnen, pasteurisierte Tomaten. Für die Schärfe habe ich hier selber ölig, Pfeffer, Paprika edelsüß, Salz, Zucker für Neutralisieren von den Tomaten. Dann haben wir hier Muskat mit Zimt, kleine Prise. Folgendes, hier habe ich Kreuzkümmel mit Koriander als Korn noch. Das Ganze brauchen wir noch zum Anbraten, das Öl. Und natürlich die Weizen-Tortillas oder Dürümplatten. Und wie immer findet ihr genaue Mengenangaben unten in der Infobox. So, als erstes schneiden wir das Rindfleisch zu. In solche Riesenstücke nehmen wir es. Nein, Spaß zur Seite. Ich schneide sie erstmal mal ungefähr in so große Stückchen. Und danach einfach in Streifen. So, der ist etwas zu dick geworden. Ungefähr in solche Streifen. Wie lang sind die ungefähr? Boah. Da sind sie jetzt. Das sind ja, glaube ich, 5, 6 cm. Mhm. Aber wir schneiden sie etwas kürzer. 2 cm, oder? Genau, so 2 cm. Von der Dicke sind sie vielleicht so halben Zentimeter, Zentimeter. Je kleiner sie zuschneiden tut, desto schneller oder desto geringer sind die Zubereitung, die Garzeiten. Nachdem wir unser Fleisch zugeschnitten haben, schneiden wir die Zwiebeln, bereiten wir vor. Und gleichzeitig habe ich jetzt mein Kasan auch schon aufgestellt zum Aufheizen. Dann tun wir etwas Öl rein, damit es richtig schön erhitzt ist. Wir tun nicht viel. 50, 60 Milligramm reichen vollkommen aus. So, in der Zeit schälen wir unsere Zwiebel. Erstmal mal eine. Ja, will nicht. Ja, weil die erste tue ich jetzt gleich mit dem Fleisch zusammen anbraten, damit die Fleisch auch gleich die Säure abbekommt, auch den ganzen Geschmack. Und die zweite tue ich dann später etwas leicht anbraten, damit nur der Geschmack bleiben tut und wir die Zwiebel beibehalten können. Weil die erste Zwiebel während des ganzen Schmorzprozesses verkocht sie komplett und da haben wir nichts von der. Kontrollieren wir unser Öl, wie warm das ist. Das mache ich gleich mit der mit einer Schale von Zwiebeln. Schmeiß mal gleich rein. Sieht gut aus. Warum mit einer Schale? Durch die Schale nimmt er das Öl schon bereits in die Zwiebelaromen auf. Und so tun wir schon unseren Öl einen gewissen Geschmack vorverleiten. Ja, warten wir noch ein bisschen, braucht etwas. Sieht gut aus, aber es braucht noch etwas. Ja? Genau, sieht gut aus, aber das braucht noch etwas. Nachdem jetzt das Öl auch richtig heiß ist, fügen wir das ganze Fleisch hinzu und braten das von allen Seiten gleichmäßig an. Solange unser Fleisch etwas anbraten tut, tue ich schon mal die Karotten schälen und immer wieder nicht vergessen, nach dem Fleisch zu gucken, damit er uns nicht anbrennt tut. Nicht der, sondern das Fleisch. Nachdem jetzt das Fleisch angebraten ist, am besten ist es so, wenn ihr keine roten oder kein rohes Fleisch mehr seht, dass es halt einen schönen grauen Deutsch hat, fügen wir die Zwiebeln hinzu. Alle Zwiebeln. Verrühren. Lassen auch noch etwa ein paar Minütchen anbraten. Damit die Zwiebel einfach ihre Säfte freilässt, auch genauso etwas anbraten tut und gewisse Rostaromen von sich gibt und mit dem Fleisch mehr harmonieren tut. Solange das jetzt braten tut, schneiden wir die Karotten hinzu. Als erstes feine Halbringe. Sollen ungefähr so dick sein. Und dann tun wir einfach in dünne Streifen zuschneiden. Ungefähr so dick. Man kann auch etwas dicker machen. Ihr könnt sie natürlich zuschneiden, aber auch über einen Hobel raspeln durchlassen. Ist euch überlassen. Da ich ein Liebhaber bin vom Zuschneiden,
schneide ich es sehr gerne zu. Und immer gelegentlich nach dem Fleisch gucken, damit er uns nicht anbrennen tut. Immer wieder umrühren. Oh, wie das schon duftet. Ich liebe einfach gebratene Zwiebeln im Fleisch. Das ist ein, boah, finde ich, der beste Geruch am ganzen Essen. Und wie ist das Fleisch? Sehr gut. Sehr gut. So wärmt sich die Frau auf. Nachdem meine Frau so schön das Ding umgerührt hat, kommen die passierten Tomaten rein. Alles gut gleichmäßig verrühren. Anbraten lassen. Oh, riecht das lecker. Das Ganze lasse ich jetzt noch 2 Minuten vor sich richtig anbraten. Dann füge ich Wasser hinzu, decke mal ab und lasse das schmoren. Riecht das lecker. Fettig Kohldampf. So. Nachdem er jetzt das 2 Minuten angebraten hat, füge mal die gleiche Menge an Wasser hinzu. Wasser auch an den Tomaten ist. So ungefähr so viel, dass damit das Fleisch bedeckt ist. Als nächstes reduzieren wir einfach die Hitze und decken das Ganze einfach ab. Für ungefähr 20 Minuten. Das Fleisch ist vorhin sehr dünn zugeschnitten. Immer wieder kurz reinschauen, umrühren. Nicht, dass einfach die Temperatur doch etwas zu hoch ist und euch das ganze Wasser verdampfen tut. Wie folgt, Tikka mal würfeln, aber auch in Streifen schneiden, wie es euch mehr mundet. Dadurch, dass ich jetzt auch das Fleisch in Streifen geschnitten habe, auch die Karotten, denke mir, wird auch die Paprika sehr optimal und sehr schön ausschauen, wenn man sie auch in gleichmäßige lange Streifen zuschneidet. So wie mein Schatz sagt, das Auge ist immer mit. Nach der Paprika kommt jetzt die Zwiebel dran. Wenn ihr keinen so großen Zwiebelliebhaber seid, nehmt ihr weniger, bloß halbe. Wenn ihr solche Liebhaber wie ich bin, nehmt mehr. Weil Knoblauch und Zwiebel haben sehr oder stärken euer Immunsystem. Daher würde ich euch nur empfehlen, mehr Zwiebeln und mehr Knoblauch zu essen. Die Zwiebeln schneiden wir in Halbringen, in dünne. Halbringen. Und was habe ich gesagt? Gar nicht. Doch, habe ich doch gesagt, in Halbringe. Echt? Ja. Und da sagt einer, die Frauen hören immer zu. So, nachdem wir jetzt alles zugeschnitten haben oder viele Sachen zugeschnitten haben, kontrolliere ich das Fleisch. Schaut, es soll ungefähr so leicht vor sich hin köcheln. Wirklich, so schmort das richtig gut. Mh, riecht lecker. Hm? So, und immer wieder einfach nicht vergessen, nach dem Fleisch zu gucken. Weil wenn er jetzt zum Beispiel das ganze Wasser verdampfen tut und euch bloß die Tomatensauce bleibt und wenn sie leicht etwas anbrennen tut, habt ihr richtige Bitterstoffe da drin. Und das verdippt eigentlich das ganze Essen. Daher immer wirklich achtet gut drauf. So, in der Zeit schneide ich jetzt noch 3 Knoblauchzehen. Wie schon mal gesagt, Knoblauch stärkt euch Immunsystem. Vor allem jetzt in unserer Zeit ist Immunsystem sehr, sehr wichtig. Den Knoblauch würfeln wir fein, haben Sie gehört? Ja. Ja. Sie hat es gehört. So, die Schnauze noch ein bisschen wegschneiden. Und das Ganze würfeln wir fein. Immer noch würfeln wir fein. Immer noch würfeln wir fein. So, jetzt sind ungefähr 10 Minuten vorbei. Ich tue jetzt mein ganzes Fleisch abwürzen. Oh, lecker. Und vor allem, wie das sich anhört. Traumhaft. Jetzt kommen die ganzen Gewürze rein. Salz, Pfeffer, Zucker, etwas vom Zimt. Es gibt wirklich eine feine Note, wenn ihr wirklich so Messerspitze reintut. Würde ich euch nur empfehlen, schmeckt hervorragend. Das Ganze vermengen wir.
und lass noch mal 10 Minuten vor sich hinschmoren. Und natürlich nicht vergessen unseren Koriander mit Kreuzkümmel noch rein zu tun. So. Und das Ganze natürlich auch vermengen. Oh, riecht das lecker, hä? Sieht man ja nichts, alles beschlagen. So. Das Ganze lassen wir noch jetzt ein paar Minütchen vor sich hinschmoren. Kurz auf. Boah, wie das lecker riechen tut. Probiere ich erstmal mal ein Stück Fleisch. Ob es auch wirklich weich und zart ist. So. Traumhaft. Jetzt ist es perfekt. So, liebe Leute, wenn ihr zum Beispiel das nicht als Tortilla nehmen wollt, nur als Chili con Carne, würde ich euch empfehlen, ein bisschen mehr Flüssigkeit reinzutun. Dann habt ihr schöne Soße drin zum Reis. Wenn ihr zum Beispiel so wie ich Tortillas daraus machen, kommt weniger Flüssigkeit rein. So, jetzt kommt das Ganze, endlich die ganzen Zutaten füge ich jetzt zusammen gleich rein. Was übrig geblieben sind, natürlich. So, bis zum letzten. Das lasse ich jetzt ein paar Minütchen vor sich anbraten. Immer wieder umrühren, dass es nicht anbrennen tut. Oder damit es nicht anbrennen tut. Nicht anbrennt, so. Aber Knoblauch hast du nicht reingetan? Nein, den Knoblauch habe ich noch nicht reingetan. Den möchte ich ja später, damit ich auch den ganzen Knoblaucharoma drin habe. Aber wenn man nicht möchte, dann tut man ein bisschen mehr rein, oder? Genau, dann kann man auch jetzt schon gleich reintun. Oder sogar, wenn man die Gewürze, wo wir die Gewürze reingetan haben, genauso. Jetzt kommt der ganze Knoblauch rein. Mit dem Knoblauch lassen wir noch genauso 2-3 Minuten anbraten. Das sieht echt schön aus. Und das riecht schon Hammer. Ja, schön bunt. Man kann auch für die Farbe zum Beispiel Dill oder auch Petersilie reintun. Kann man auch frische Gurke nehmen später, wenn man das zusammenrollt. Tomaten, Gurken. Kann man auch nehmen. Das ist für jeden seinen Geschmack, muss das entsprechen. So, dann kommen wir zu der Zubereitung. Ich mache jetzt ein gutes Portion hier rein. So. Ja, kann man sogar noch ein Stückchen mehr nehmen. So. Es sieht wunderschön aus. Und vor allem, wie es riecht. Natürlich könnt ihr zum Beispiel hier auch zusätzlich Reis machen. Als Beilage zusammen. Das wird hervorragend sein und sehr sättigend. Würde ich euch nur empfehlen. Auch Tomaten, Gurken, Salat zusätzlich. Es spielt, könnt ihr fast reintun, was ihr wollt. Mit Creme Fraiche ganz abwürzen. Aber wir machen jetzt einfach zu. Ausrollen. Und gleich reinbeißen. Und gleich reinbeißen, soll ich? Ja. Gucken wir gleich. Ja. Aber ich würde sie erstmal mal in die Pfanne reinlegen, kurz von allen beiden Seiten anbraten, damit sie richtig kross ist. Könnt ihr auch machen. Aber da jetzt meine Frau das gesagt hat, anbeißen. Anbeißen habe ich jetzt richtig Hunger bekommen. Boah, ist das lecker. Und das Gemüse ist noch richtig knackig. So wie ich es liebe. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir Daumen hoch. Falls ihr kein Abonnenten seid, vergiss nicht zu abonnieren. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand von den Videos, was ich rausbringen tue. Ansonsten sage ich viel Spaß beim Nachkochen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Werde ich schnellstmöglichst beantworten. Sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.